Hallihallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt hier auf dem Kanal, der so heißt wie der dicke Nerd, der die ganze Zeit redet. Heute habe ich euch den neuen Ghostbusters-Film von Regisseur Gil Keenan mitgebracht, der ab dem 27.06.2024 auf Blu-ray, DVD und 4K Ultra HD Disc veröffentlicht wird. Die normale DVD bzw. die normale Blu-ray wird dabei im Keepcase ausgeliefert. Das schaut so aus. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde dieses Artwork, es ist furchtbar. Alleine Peter, wie schaut Peter? Er wirkt irgendwie so ein bisschen, als wüsste er gar nicht, was er da macht. Und auch, außerdem hat er zu früh geschossen. Da sage ich jetzt mal nichts zu, aber naja, im Alter soll das ja schon mal vorkommen. So, und dann gibt es noch die 4K Ultra HD Disc. Die schaut einmal so aus. Das hier ist die normale Handelsausgabe, die ihr überall bekommen könnt. Und auch hier muss ich ganz ehrlich sagen, das Artwork spricht mich irgendwie überhaupt gar nicht an. Aber zum Glück gibt es ja noch ein weiteres Steelbook mit 4K Ultra HD und Blu-ray drin. Und das ist dann dieses hier, das ich auf dem Tisch liegen habe. Das gibt es allerdings ganz exklusiv nur im Playon Shop. Das heißt, wenn ihr das haben möchtet, müsst ihr das direkt bei Playon kaufen. Den Link dazu findet ihr unten in der Infobox. Da findet ihr übrigens auch den Link zu blu-raydisc.de, wo ihr dann mein Review zu diesem Film und dem hier vorliegenden Produkt finden könnt. Also ja, ihr wisst, was ich meine. So. Wir packen das jetzt mal aus. Ich selbst bin ja kein allzu großer Steelbook-Fan, muss ich sagen. Aber das habe ich ja auch schon häufig gesagt, weil die sind einfach anfällig für Kratzer, für Dellen, für alles Mögliche. Und grundsätzlich mag ich Mediabooks lieber. Aber naja, gut, der ist halt nur im Steelbook rausgekommen. Und es gibt ja auch viele, viele Menschen, die Fans von Steelbook sind. Und die freuen sich dann wahrscheinlich hier drüber. Über den Film selber sage ich jetzt an dieser Stelle nicht so wahnsinnig viel. Da habe ich ja alles im Review schon geschrieben. Ich fand den alles in allem eigentlich ziemlich gut, aber mit ganz, ganz vielen Abzügen in der B-Note. Ich habe ihn im Kino gesehen, als der lief. Und naja, also reden wir nicht drüber. Ja, lest es einfach im Review nach. So, wir haben hier eine J-Card drumherum liegen. Die ist einmal oben und einmal unten festgeklebt gewesen, aber die lassen sich problemlos wegmachen, die Popel. Es sind ja auch keine Popel, es sind ja hier so Klebe, Tesafilm, aber halt rund. Unten steht dann halt der Titel drauf, Ghostbusters Frozen Empire. Frozen, wir wissen alle, Frozen heißt auf Deutsch die Eiskönigin, also Ghostbusters, das Königreich der Eiskönigin oder so ähnlich, naja, wahrscheinlich nicht, nein. So, ja, das steht auch unten drauf und auf der Rückseite haben wir nochmal, nee, das ist nicht das gleiche, es ist aber ein ähnliches Artwork und ihr seht auch hier schon, was wir hier eine Menge an Figuren haben. Das ist auch eines der größten Probleme, das der Film meiner Meinung nach hat. Achso, ich wollte ja gar nicht drauf eingehen. Aber hier sind viel zu viele Figuren. Die alten Ghostbusters sind dabei, die neuen sind dabei. Da kommen ganz neue dazu. Er hier zum Beispiel ist kein Ghostbuster, aber ja, der Film war mir persönlich viel zu überladen. Aber ja, lest es einfach nach. Dann haben wir hier einmal die Extras aufgelistet. Dann haben wir hier HDR, was ihr braucht, um das richtig abspielen zu können. Dann haben wir hier die Produktspezifikationen, die Credits und natürlich die Urheberrechtshinweise. Auf der Rückseite ist die J-Card weiß. So, und dann schauen wir uns mal das Artwork an. Da haben wir vorne einmal den Superdämon, den man meines Erachtens auch viel zu spät erst zu sehen bekommt und der eigentlich total lächerlich ist. Und ich reg mich hier auf und dreht mich in Rage. So, dann haben wir hier vorne vier Geisterjäger. Das scheinen die Neuen zu... Jawohl, das sind die Neuen. Paul Rudd wäre das dann einmal hier. Dann hätten wir noch Carrie Coon, McKeenan Grace und natürlich, wie hieß er hier? Finn Wolfhard aus Stranger Things. Ja, die haben wir hier vorne drauf. Das Ganze ist mit Hochglanz. Natürlich ist ein Steelbook. Dann haben wir hier auch noch so verschiedene Effekte, also dass das hier oben so ein bisschen leuchtet. Auf dem Spine haben wir Frozen Empire, also Ghostbusters Frozen Empire draufstehen. Hier unten den Hinweis auf Sony. Sony Pictures Home Entertainment bringt den Film ja raus im Vertrieb von Playon Pictures. Und auf der Rückseite haben wir Ecto 1,
Und eine Eiswelle und hier oben haben wir auch nochmal Slimer. Wenn wir das Ganze aufmachen, dann ergibt sich ein Komplettbild. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Finde ich schön. Wird dem Film auch in gewisser Weise gerecht, aber naja, gut. Ne? Also wie gesagt, Mediabooks. Hey, da rutscht schon die erste Disc raus. Das ist jetzt nicht so ganz ideal, aber andererseits sehen wir dann auch schon, wir haben hier zwei Discs drin, nämlich einmal hätten wir hier, was ist es, mit dem Marshmallow-Mann, die Blu-ray-Disc. Da ist der Film halt auf Blu-ray-Disc. Und dann haben wir hier unten nochmal die 4K Ultra-HD-Disc. Die hat einen anderen Print vorne drauf, also ein anderes Layout, was ich persönlich ziemlich schön finde, wenn die Discs nicht gleich sind. Aber auch das ist Geschmackssache. Was heißt Geschmackssache? Nee, ist halt schön, ja. Wobei hier haben wir jetzt gar keine Altersfreigabe. Das scheint dann also, doch, hier steht sie. Ach, ja, wenn man richtig hinguckt, ne. Aber ich sehe die auch gerade zum ersten Mal. So, dann haben wir auch noch einen farbigen Innendruck. Der sieht so aus wie die Rückseite. Also hier, wenn wir das so umklappen, ja, dann haben wir hier nochmal Ecto 1. Und das ist also quasi das, was... das müsste ja eigentlich hier sein. Ach so, jetzt verstehe... ich verstehe. Also hier, das ist dann quasi die Front, aber ohne die Geisterjäger und den Dämon. Schön. So, das war's auch schon. Das ist es halt, ja, bei Steelbook, da kann ich nicht so wahnsinnig viel zeigen, ist auch kein Booklet drin und nichts, aber ich denke, ihr habt alles gesehen, was ihr sehen wolltet. Wir sehen also zwei Discs und ein farbiger Innendruck, außen so ein paar Glanzeffekte hier, ja, das hier, ja, hier so die Spitze und sowas, das leuchtet halt recht schön gemacht, finde ich, aber ja, ein Steelbook eben. Das war's für heute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Seid schlau, schaut blau, bleibt gesund, bleibt geil, abonniert den Kanal und geht immer noch mal auf das Gewinnspiel. So viele Leute haben noch gar nicht teilgenommen. Ihr habt also noch relativ gute Gewinnchancen, also das Gewinnspiel, das ich hier anlässlich meiner 3000 Abonnenten veranstalte. Das läuft noch bis zum 30. Juni um Mitternacht. Das heißt, ihr habt also noch eine ganze Woche Zeit teilzunehmen. Nutzt die Gelegenheit. Es lohnt sich. Also bis dahin, ja, ihr habt es ja gehört, bleibt gesund, bleibt geil und so weiter. Tschüss mit Ö, euer Michael Speyer.